Tag und Nacht kreuzen gigantische Containerschiffe die Ozeane. Sie bringen 90% aller Waren. Um die Fracht rechtzeitig von Bord und zu den Kunden zu schaffen, arbeiten Männer, Frauen und Maschinen in den Containerterminals auf Hochtouren. Aber auf die Häfen kommt schon bald eine Flotte von Großcontainerschiffen zu und die bringen bis zu 8500 Behälter mit. Werden die Terminals diese Containerflut bewältigen? Technik Extrem begleitet die Hafenarbeiter bei ihrem gefährlichen und anstrengenden Job und ist beim Bau der modernsten Containerriesen dabei. Montagnachmittag, 2 Uhr. Die Hanjin Washington befindet sich 3 Seemeilen westlich vor Long Beach, einem der größten Häfen Nordamerikas. Vor 11 Tagen hat sie in Südkorea abgelegt, beladen mit 60.000 Tonnen Fracht. In 2.650 Containern sind Luxusfernseher, Motorräder und Frischfisch verstaut. Mit einer Länge von 279, einer Breite von gut 40 und einem Tiefgang von knapp 12 Metern ist die Hanjin Washington nur ein mittelgroßes Containerschiff. Für die Besatzung ist die Reise jetzt fast zu Ende. Aber der schwierigste Teil steht ihr noch bevor. Sie muss das Schiff heil in den kalifornischen Hafen bringen. Das ist mit einem Schiff dieses Formats kein Kinderspiel und daher fordert der Kapitän einen Experten an. Den Lotsen Vic Schissler. Okay, I'm ready. Der tritt seinen Dienst stets in feinem Zwirn an. Viele Seeleute halten Vic Schissler für den besten Lotsen, den man an der amerikanischen Westküste bekommen kann. Es ist notwendig, einen Lotsen an Bord zu nehmen. Der Kapitän kennt zwar sein Schiff, aber nicht den Hafen von Long Beach. Er braucht meine Ortskenntnisse, die ich in 35 Jahren gesammelt habe. Doch zuerst muss der Lotse an Bord gehen. Guten Tag, Captain. Wir sind auf dem Weg. Wir benötigen eine schwere Leine, wenn wir mit dem Boot längsseits kommen. Der Frachter macht 12 Knoten, das sind rund 20 Kilometer die Stunde. Stoppen wird er für Schissler nicht, aber seine Fahrt verlangsamen. Um an Bord gehen zu können, eine Geschwindigkeit von 6 oder 7 Knoten, bitte. 6 oder 7 Knoten, um an Bord gehen zu können. Danke. Victor Schissler tritt nun den riskantesten Teil seiner Arbeit an. Auf seine feinen Straßenschuhe will er nicht verzichten, auch wenn für die Kletterpartie Profilsohlen angebrachter wären. An den Sicherheitsdienst. Die Hanjin Washington nähert sich Queens Cay Long Beach, Kai 140. Empfang auf Kanal 13. Jetzt braucht Victor Schissler tatkräftige Unterstützung. Und zwar vom neuen Marshall. Gestatten, Marshall Voss. An der ganzen Westküste findet man keinen stärkeren Schlepper. Er ist gerade mal 29 Meter lang, aber in seiner Zwillingsmaschine stecken 6250 Pferdestärken.
Zu Kapitän Mark Walshs leichtesten Übungen zählt die Schlepperpirouette. Marshall Foss. Hey Vic, how are you? Hallo Vic, wie geht's? Klingt gut. Ich hole euch am Wellenbrecher ab. Catch at the breakwater. Containerschiffe sind für Langstrecken gebaut, nicht für Manöver in engen Hafenbecken. Im Hafen sind sie ohne die wendigen Schlepper hilflos. Komm an die Steuerbordseite. Zu schnell. Weiter. Los geht's, nimm die mittlere Klüse 8 an. Mittlere 8 an. Wirf 300 Meter Leine aus, sag, wann du bereit bist. Das Heck ist am schwierigsten zu manövrieren. Deswegen lässt Schisler Kapitän Walsh die Schleppleine hier anbringen. Die Reißfestigkeit der Leine beträgt 440.000 Kilo. Damit stoppen wir das Schiff oder ziehen es. Jetzt übernimmt Schisler das Kommando. Die Hanjin Washington hat das Hafenbecken erreicht und das Wendemanöver kann beginnen. Doch es gelingt nur, wenn die Zusammenarbeit zwischen Lotse und Schlepperkapitän klappt. Schisslers Radius ist begrenzt. Auf jeder Seite bleiben ihm gerade mal 300 Meter Platz, um das 267 Meter lange Schiff um 220 Grad zu drehen. Auf Schisslers Kommando hin geht Kapitän Walsh nach Steuerbord. Marshall Foss, stopp. Jetzt direkt auf den Mast zu. Langsam dreht sich das breite Heck der Hanjin Washington herum. Du musst genau darauf achten, was der Lotse sagt und vorausahnen, was er will. Mit der Hilfsmaschine im Bug hilft Schisler, das Schiff zu drehen. Geh jetzt nach 45. Zwar ist das Gröbste geschafft, doch noch ist das Schiff nicht an seinem Liegeplatz. Zu allem Überfluss muss es rückwärts eingeparkt werden, und zwar direkt hinter einem anderen Frachter der Reederei. Das Heck dieses Schiffes ist nur 300 Meter weit entfernt. Man läuft bei diesem Manöver Gefahr, die Entfernung zwischen den beiden Schiffen falsch einzuschätzen. Eine schwierige Sache. Schisler schätzt die Entfernung anhand von Markierungen am Kai ab. Sie wollen die Brücke in Höhe der 500-Fuß-Marke bringen? Genau. Marshall, langsam Heck nach Steuerbord schieben. Willkommen in Long Beach, Captain. Danke. Schönen Tag noch. Alles klar, keine Kollision. Everybody's happy, no noise. Doch Victor Schislers Job wird immer schwieriger. Die Reedereien schicken immer größere Schiffe auf die Reise, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Je mehr Container, desto niedrigere Frachtraten. Schon in wenigen Wochen soll wieder so ein Gigant in Dienst gestellt werden. Die dänische Odense Werft baut derzeit die längsten Containerschiffe der Welt. Mit ihren 352 Metern Länge überragt die Adrian Maersk die Hanjin Washington um 73 Meter. Und sie kann 6.600, also 1.298 Container mehr transportieren.
Die Ladekapazität der Containerschiffe gibt man in TEU an, der 20-Foot Equivalent Unit. Das ist die Menge der 20 Fuß, also 6 Meter Container, die im Frachtraum Platz findet. Die Speditionen verschicken aber immer öfter doppelt so lange Boxen. Im benachbarten Dock ist bereits das Schwesterschiff der Adrian Maersk in Bau. Auch die Albert Maersk wird einmal 6600 TEUs mit auf die Reise nehmen können. Sie soll bereits in 3 Monaten abgeliefert werden, zumindest wenn die Arbeiter den straffen Zeitplan einhalten können. Ein gutes Schiff zu bauen ist eine Kunst. Schiffbauingenieur Torben Andersen erklärt die Prinzipien. Dieses Schiff zu bauen ist eine ziemlich einfache Angelegenheit. Wir nehmen 10.000 bis 12.000 Stahlplatten, säubern sie, schneiden sie in etwa 120.000 Teile und schweißen sie zusammen. Also zuerst kaufe man Stahl. Sehr viel Stahl. So viel Stahl, dass man damit 8 Fußballfelder bedecken kann. Dann bereite man den Stahl vor. Was früher Knochenarbeit war, erledigen heute Maschinen. Sie fahren die Platten in die Werkshalle, wo sie auf einem Rollband gereinigt werden. Dann schneiden computergesteuerte Schneidbrenner sie zurecht. Zwei Techniker bewältigen das Pensum von 14 Arbeitern in einem Bruchteil der Zeit. Die Schneidbrenner funktionieren selbst unter Wasser, wo dünnere Bleche gekühlt werden, damit sie sich in der Hitze nicht verformen. Jetzt schweiße man die Stahlteile zusammen. Eine Armee von Schweißrobotern ist für die geraden Schweißnähte zuständig. Doch die komplizierteren Aufgaben sind immer noch Handarbeit. In jedes Containerschiff muss solch ein spezielles Skelett eingebaut werden. Denn das Deck ist von besonders großen Ladeluken durchbrochen und trägt daher nicht genug zur Festigkeit des Rumpfes bei. Heute müssen die Werftarbeiter 2 5 Tonnen wiegende Abschnitte des Mittelschotts zusammenschweißen. Die Naht muss perfekt sitzen. Wir haben maximal 2 mm auf jeder Seite. Es muss diagonal sein, damit wir die lange Linie bekommen. Rück es zurecht. Die Männer arbeiten hochkonzentriert. Ein falscher Griff kann schnell eine Hand kosten, wenn es glimpflich abgeht. Die Teile sind in Position. Nun legen die Schweißer los. Bald wird der Rumpf des derzeit längsten Containerfrachters der Welt fertig sein. Solche Schiffe stellen eine immense Herausforderung für Häfen wie Long Beach dar. Dort wird die Hanjin Washington inzwischen gelöscht. Wie ein gigantisches Warenhaus steht sie am Ende eines überdimensionalen Fließbands. Die meisten Container werden per Laster oder Bahn an ihren Bestimmungsort verfrachtet. Dort, wo wieder Platz ist, verschwinden sofort neue Boxen im Laderaum der Hanjin Washington. Fast ein Drittel der US-Importe werden über die Häfen von Long Beach und dem nahegelegenen Los Angeles umgeschlagen. Das sind jährlich 11,3 Millionen Container auf ca. 8.000 Schiffen. Verzögerungen und Transportprobleme können fatale Folgen haben. Zum Beispiel dann, wenn in Krankenhäusern die Medikamente knapp werden. Und die Spediteure kostet jede Stunde Verzug $7.500. Schlimmstenfalls verlieren sie dadurch sogar ihre Kunden. Also wird rund um die Uhr gearbeitet.
Doch zunächst einmal muss jemand die ganze Maschinerie in Gang setzen. Das ist die Aufgabe von Erin Pearson. Sie leitet die Frühschicht. Okay, that's everything. Ihr Arbeitspensum ist immens. Steve, you copy Steve? I didn't copy that. Where are you? Pearson bleiben weniger als 2 Stunden Zeit, sämtliche Frachtpapiere für hunderte von Containern beieinander zu haben. Nein. Okay. Shoot. Dann trommelt sie eine Crew von 100 Hafenarbeitern und Kranführern zusammen. Okay, ich hatte ursprünglich 4. Einer ist jetzt auf einem anderen Schiff. Irgendwie müssen wir die wiederkriegen. Um 6 geht's los. Geschafft. Montag, 6 Uhr abends. Erin Pearson fährt zur Hanjin Washington. In 48 Stunden muss ein Frachter von der Größe der Hanjin Washington be- und entladen sein. Zeitverschwendung sieht die koreanische Reederei nicht gern. Damit das Schiff den Hafen rechtzeitig wieder verlassen kann, muss Pearsons Mannschaft während ihrer Schicht 1000 Container bewegen. Die Kranführer stehen unter dem größten Stress. Früher wurde die Fracht in Säcken und Ballen angeliefert und die Hafenarbeiter schleppten sie eigenhändig in die Lagerhallen. Heute kommt die Fracht in Containern und die Schwerarbeit wird von hochmodernen Brückenkränen erledigt, von denen jeder 7 Millionen Dollar kostet. Ihre über 60 Meter langen Arme überspannen selbst die neuen Megaschiffe. Allein 11 Tonnen wiegt der Container-Heberahmen. An jeder Ecke befindet sich ein Drehzapfen, der exakt in die Eckbeschläge der Container passt. In den 40-Fuß-Containern stecken bis zu 30 Tonnen Fracht. Wir bewegen sehr viel schwere Ladung. Schnell könnte etwas herunterfallen und deswegen gibt es strenge Sicherheitsvorkehrungen. Um das Soll zu erfüllen, muss Erin Pearson 3 Kräne einsetzen und die müssen 30 Container in der Stunde schaffen. Doch schon zu Schichtbeginn geraten sie in Verzug. Wir sind heute nicht richtig in Gang gekommen. Hoffentlich kommen wir nachher an etwa 28 Container pro Stunde ran. Mal sehen, ob's klappt. Schon heute fordert der Job von Erin Pearson harten Einsatz. Doch was kommt auf sie zu, wenn immer mehr Mega-Containerschiffe anlegen? Schiffe mit 8500 Containern an Bord. Gigantische Schiffe, gigantische Maschinen. In dieser dänischen Maschinenfabrik entsteht gerade die Kurbelwelle des größten Dieselmotors der Welt. Er wird den Frachter mit 85.500 PS vorantreiben. Fertig montiert wird die 12-Zylinder-Maschine 2.100 Tonnen auf die Waage bringen. Sie ist so riesig, dass sie in 3 Einzelteilen gebaut werden muss. Heute bereiten die Männer die Welle für den Einbau in den Motorblock vor. Die flüssige Dichtmasse soll einen luftdichten Abschluss garantieren. Nur ein extra starker Kran könnte diesen Koloss anheben. Doch wozu so viel Stress? Es ist doch viel einfacher, die Werkshalle zu demontieren. Schnell haben die Männer die gut 27 Meter lange Maschine freigelegt. Schiffbauer Steffen Rennebord bereitet alles für Kranführer Kalf Mattsson vor. Mattsson wartet in 115 Metern Höhe auf das Startsignal.
Nun wird es schwierig. Die Männer müssen die tonnenschweren Teile mit äußerster Präzision handhaben. Hunderte vorgebohrter Bolzenlöcher sollen exakt aufeinandertreffen. Pech, der erste Bolzen klemmt. Die Bohrlöcher liegen nicht passgenau. Hey. 15 mm Abweichung. Vorarbeiter Helge Rasmussen lässt den Motorblock neu einrichten. Wir heben ihn wieder hoch. Wir beginnen in der Mitte. Da sitzt unser kleines Problem. Bringt deine Winde auf die andere Seite. Mal sehen, ob sie es schafft. Wie viel braucht ihr? Weiter, noch einen Millimeter. Weiter, noch einen Millimeter. Nach einer Stunde versuchen es die Männer erneut. Dieses Mal geht der Bolzen glatt durch. Doch die Zeit drängt. Lieferdatum ist in 6 Tagen. Auch in Long Beach stehen die Arbeiter unter Zeitdruck. Noch ist die Hanjin Washington nicht abgefertigt. Der Containerhof füllt sich zusehends. Jeff O'Donnell leitet die Tagschicht und hat gerade Aaron Pearson abgelöst. An so einem Tag kommen wir hier auf gut 1000 Container. Während wir die neuen abladen, gehen die alten zurück, um Platz zu schaffen. Das geht Hand in Hand, wie ein großes Schachspiel. Aber wir brauchen dafür viele Spieler. Und da geht es ganz schön rund. An Deck der Hanjin Washington geht O'Donnell mit seinem Lademeister Eric den Tagesplan durch. Die Container müssen in der richtigen Reihenfolge geladen werden. Wenn zu viele Container auf einmal von der Steuerbordseite entladen werden, könnte das Schiff Schlagseite bekommen und sogar kentern. Erics Aufgabe ist es, das Entladen zu koordinieren und die Kranführer entsprechend anzuweisen. Er achtet auch darauf, dass niemand von freischwebenden Containern verletzt oder von 100 Tonnen schweren Ladeluken eingeklemmt wird. Aber heute Morgen gibt es noch ein anderes Problem. Hey, excuse me. Excuse me. Hang on. Ein koreanisches Besatzungsmitglied will die soeben geladenen Container an den Strom anschließen. Das da oben sind Kühlcontainer. Der Mann möchte das Kühlaggregat anschließen. Aber wir haben schon eine weitere Reihe aufgestapelt. Wenn sich der Stapel bewegt, wird's gefährlich. Deswegen soll er damit aufhören. Trotz dieser Verzögerung muss es O'Donnell rechtzeitig schaffen, 1000 Container abzuladen und 600 auf das Schiff zu bringen. Zum Glück sitzt heute sein bester Mann im mittleren Kran. James Moses. Er ist seit 34 Jahren dabei. Was wie ein Spiel aussieht, erfordert höchste Konzentration. Moses muss den schweren Container aus dem Frachtraum hieven, ihn über das Schiff buxieren und 45 Meter tiefer auf dem Trailer eines LKW abladen. Kein Wunder, dass Kranführer den bestbezahlten Job im Hafen haben.
Dies ist jetzt mein Container. Ich muss ihn nehmen und absetzen. Er schwingt hin und her. Wenn die Last hier ist, muss ich mich dorthin bewegen, um stabil zu bleiben. Wenn sie aber dort ist und ich hier, schwingt sie. Wir müssen hier oben gut aufpassen, um die Ladung heil an Land zu kriegen. Jetzt die Praxis. James Moses steuert seinen Kran mit Hightech-Joysticks. Ich schätze die Tiefe per Augenmaß ab, aber du brauchst unten auch einen guten Einweiser. Manchmal verlieren wir einen Container. Da können Computer für $1 Million drin sein. Das willst du natürlich vermeiden. Aber wenn du dich ärgerst oder ablenken lässt, hast du schon verloren. Und wenn die neuen Großcontainerschiffe kommen, wird James Moses all seine Erfahrung brauchen. Noch einen Inch. Container, die mit 3 Metern in der Sekunde nach unten sausen, sind nicht jedermanns Geschmack. Die Lkw-Fahrer haben hier einen besonders gefährlichen Job. Und das ist nur etwas für die hartgesottensten Trucker. Ich heiße Slata Skukan und arbeite schon seit fast 8 Jahren bei Hanjin. Ich liebe meinen Job. Hier habe ich meine zweite Familie. Wir grillen oft oder bringen Selbstgebackenes mit. Alle finden das toll. Hinter Slata Skukans mütterlichem Wesen verbirgt sich eine eisenharte Powerfrau. Ihr Job fordert unermüdlichen Einsatz. Zuerst muss sie auf den Lagerhof fahren. Der ist fast 1,5 Kilometer entfernt. Dort schnappt sie sich den ersten freien Parkplatz. Dann muss Slater den beladenen Trailer abkoppeln, einen leeren anhängen und unverzüglich zum Schiff zurückkehren. Und das etwa 30 Mal in jeder 8-Stunden-Schicht. Um ein Schiff von der Größe der Hanjin Washington zu be- und entladen, sind 24 Trucks nötig. Zunächst werden alle Container auf den 8000 Stellplätze fassenden Lagerhof gebracht. Etwa die Hälfte davon reist auf den Highways an ihren Bestimmungsort. Die anderen kommen auf Eisenbahnwaggons. Doch damit hat Schichtleiter Tony Castaneda gerade ein gewaltiges Problem. Ein Albtraum. Es ist eine Herausforderung. Castaneda fehlen leere Waggons. Doch die Container müssen unbedingt noch heute rausgehen. Wir hinken etwa 1,5 Stunden hinterher. Wir können die Züge nicht rechtzeitig losschicken, weil wir es nicht schaffen, sie heute zu beladen. Die Bahnarbeiter müssen Däumchen drehen. Wir werden nicht fertig. Wir verlieren Zeit und Geld. Das ist ein Schneeballeffekt. Die Fracht muss weg. 530 dieser Container stammen von der Hanjin Washington. Aber wenn sie bis Mitternacht noch nicht auf Waggons verladen sind, gerät der gesamte Fahrplan in Schieflage. Eine Stunde später kommen endlich gute Nachrichten. Er scheint das Startsignal bekommen zu haben. Nun hängt alles von den Arbeitern ab. Statt der regulären 8 bleiben ihnen nur 6 Stunden Zeit, die Container aufzuladen. Vorhang auf für die Rocky Quintana Show.
Seid ihr bereit, das Ding zu schaukeln? Los geht's! Wir haben hier Profifahrer. Super Tag heute! Rocky Quintana ist seit 1998 dabei. Sie hat sich einen der gefährlichsten Jobs im ganzen Hafen ausgesucht. Um die Container sicher miteinander zu verbinden, muss sie in Windeseile einen Zapfen nach dem anderen in deren Eckbeschläge stecken. Wir springen von Waggon zu Waggon, immer hoch und wieder runter auf die Gleise. Da musst du fit sein. Hektik ist tabu, wenn man mit tonnenschweren Containern umgeht. Du musst dich total konzentrieren. Eine falsche Bewegung und du gehst abends nicht nach Hause. Rockys Sicherheit liegt in den Händen der Staplerfahrer. Wir verlassen uns darauf, dass sie uns sehen. Wir haben ja unsere Hände dazwischen. Sie passen auf, dass wir wieder weg sind, wenn sie den nächsten aufladen. Staplerfahrer brauchen Nerven wie Drahtseile. Die Maschine wiegt gut 83.000 Kilo, und zwar ohne Container. Du bewegst also über 100 Tonnen. Wenn du zu heftig bremst, kannst du dich nach vorne überschlagen. Das ist schnell passiert. Aber am Mittag haben Rocky und ihre Truppe erst die Hälfte ihres Solls erfüllt. Schichtleiter Tony Castañeda wird nervös. Nach der Mittagspause müssen wir diesen Zug fertig beladen und dann den für die Burlington Northern Santa Fe. Uns sitzt die Pistole auf der Brust. Auch beim Entladen der Hanjin Washington klappt nicht alles wie geplant. Jeff O'Donnell ist genervt. Seine Crew arbeitet bereits mit Höchstgeschwindigkeit, aber sie hinkt dem Zeitplan hinterher und es bleiben nur noch 25 Stunden. Es ist jetzt schon 5 Uhr. Das wird ein harter Endspurt. Wenn es O'Donnell nicht gelingt, die Container irgendwie schneller hin und her zu schaffen, kann das Schiff nicht ablegen. Auf der dänischen Odense-Werft steht die Adrian Maersk kurz vor der Vollendung. Heute soll der Bugwulst montiert werden. Er verleiht dem Schiff bessere Fahreigenschaften und hilft, Treibstoff zu sparen. Beim Schiffbau wird geklotzt, nicht gekleckert. Auch der Bugwulst wiegt Tonnen. Ihn in Position zu bringen, dafür ist Steffen Rennebord zuständig. Wir hieven das Teil jetzt mit dem Kran hoch. Wir müssen es um 45 Grad drehen und dann an den Bug schweißen. Rennebord gibt Kranführer Kalf Mattsson über Funk Anweisungen. Alles klappt reibungslos, bis Rennebord bemerkt, dass die Schweißer vergessen haben, zwei der Stahlträger zu kürzen. Kurz entschlossen korrigiert er den Fehler selbst. Wer es wagt, sich unter ein tonnenschweres Stahlbauteil zu begeben, muss zu seinem Kollegen im Kran schon viel Vertrauen haben. Endlich können die Männer den Bugwulst in Position bringen. Ja.
Die Schweißarbeiten beginnen. Doch mit solchem Kleinkram kann sich Steffen Rennebord nicht aufhalten. Auf ihn warten andere Aufgaben. Nicht nur für die Werften stellt der Bau dieser kolossalen Frachter eine enorme Herausforderung dar. Selbst so große Containerhäfen wie Long Beach müssen ihre Infrastruktur an die Riesenschiffe anpassen. Dazu reicht es nicht aus, ein paar größere Kräne anzuschaffen. Der ganze Hafen wird für rund 2 Milliarden Dollar umgebaut. Bauingenieur Gary Cardamona. Wir haben etliche Projekte in Arbeit. Das größte davon ist der Umbau von Pier T. Wir sind im letzten Bauabschnitt. Er wird verlängert, damit die neuen Großcontainerschiffe von Hanjin hier anlegen können. Das Hafenamt lässt Pier T um die Länge von 3 Fußballfeldern verlängern. Platz für 4 weitere Mega-Containerfrachter. Die Bagger sind rund um die Uhr im Einsatz. Wir buddeln eben, macht Spaß. Der Trupp von Dredge Foreman und Curtis Sangs muss hunderttausende Tonnen Schlamm und Sand bewegen. Das Hafenbecken soll um 17 Meter vertieft werden, damit die neuen Riesenschiffe nicht auf Grund laufen. So eine Mammutaufgabe können die Männer nur mit Monstermaschinen bewältigen. Dieser 2000 PS-Motor treibt einen 2200 Kilowatt-Generator an. Der erzeugt genug Strom für die halbe Stadt. Die Männer müssen außerdem massive Betonpfeiler in den Grund treiben, auf denen der neue Kai und die neuen Kräne ruhen sollen. Das ist wohl die heikelste Aufgabe beim Neubau des Kais. Container und Kräne werden immer schwerer und ihr ganzes Gewicht lastet auf den Pfeilern. Pier T wird der erste Kai in Long Beach sein, der auf die Abfertigung von Großcontainerschiffen abgestimmt ist. Diese Frachter werden die Kapazitäten des Güterbahnhofs an die Obergrenze treiben. Ein Waggon ist entgleist und bringt die Arbeit zum Stillstand. Sie haben das Rad ausgewechselt, aber nicht auf das Gleis zurückgesetzt. Beim Anfahren wurde der Waggon von den Schienen gezogen und wohl einen Kilometer mitgezerrt. Zum Glück bemerkte der Lokführer den Rauch und stoppte den Zug. Um den Waggon wieder richtig auf die Gleise zu stellen, muss er mit einem Kran angehoben werden. Die Zeit wird knapp. Und diese Verzögerung wird den Zeitplan wohl endgültig aus der Bahn werfen. Der Tag wäre gerettet. Wir sind nur mit 70 Zügen in Verzug. Ein prima Tag heute. Morgen mache ich frei. Zum Glück bringen solche Verzögerungen die Arbeit bei der Hanjin Washington nicht aus dem Takt. Die Schicht von Jeff O'Donnell neigt sich ihrem Ende zu. Mit vereinten Kräften hat es sein Team geschafft, das Soll zu erfüllen. Aber nur wenn auch die Nachtschicht das Tempo halten kann, kann die Hanjin Washington rechtzeitig ablegen. Doch die Nacht ist noch lang. Auf der Odense-Werft geht die Arbeit gut voran. Die Männer haben sogar das Schwesterschiff der Adrian Maersk schon zur Hälfte fertiggestellt. Sie kann bald ihren Dienst antreten. Doch bevor es soweit ist, müssen noch eine Menge Tests durchgeführt werden. Ist die Brücke wasserdicht?
Zwei Etagen tiefer werden die Quartiere für die 15-köpfige Mannschaft fertiggestellt. Im Kontrollraum überprüfen die Ingenieure, ob das Computersystem fehlerfrei läuft. Das regelt alles, vom korrekten Ölstand der Turbinen bis hin zur Temperatur in den Containern. Sogar der Maschinenraum wird auf Hochglanz gebracht. Der Werftleiter duldet keine Verzögerungen. Doch ein Containerschiff ist ein Frachter und kein Luxusliner. Das Wichtigste sind seine Laderäume. Die Schiffbauer Bo Christiansen und Lars Konradsen unterziehen sie daher einem strengen Testprogramm. Dazu haben die Männer diesen Käfig bestiegen. Er hat die gleichen Abmessungen wie ein Standard 40-Fuß-Container. Der Kranführer manövriert den Käfig entlang der Führungsschienen in den Laderaum. Die sollen bei Seegang ein Verschieben der Container verhindern. Im gut 24 Meter tiefen Frachtraum können 9 Container übereinander gestapelt werden. Christiansen und Konradsen überprüfen, ob die Führungsschienen exakt ausgerichtet sind, damit sich später kein Container verklemmen kann. Weichen die Schienen mehr als 4 mm von der vorgeschriebenen Distanz ab, müssen sie abgetrennt und neu eingerichtet werden. Auch der Abstand zwischen einem Referenzpunkt auf dem Container und den Schienen wird vermessen. Toleranzen zwischen 27 und 39 mm sind okay. Wenn auch die anderen Laderäume den strengen Maßstäben der Ingenieure genügen, kann die Adrian Maersk bereits in 5 Tagen in Dienst gestellt werden. Doch dazu muss der Ozean Risi erst einmal durch die schmale Hafeneinfahrt manövriert werden. Und das wird eine Zitterpartie. Auch in Long Beach beginnt man nervös zu werden. Die Hanjin Washington ist noch immer nicht gelöscht, geschweige denn neu beladen. Schichtleiter Jeff O'Donnell ist frustriert. It's not going good. Es läuft miserabel. Die letzte Nacht war schlecht. Und heute soll eine Menge Ladung vom Schiff auf die Schiene. Das kostet besonders viel Zeit, weil sie dort erst hingefahren werden muss. Wir werden etwa bis 17 Uhr damit zu tun haben. Das macht mich ziemlich unruhig, aber wir müssen es einfach schaffen. Die Ladung muss runter vom Schiff und die neue rauf. Wir müssen uns anstrengen. O'Donnell und sein Lademeister Eric können es nur mit Verstärkung schaffen. Zum Glück gelingt es ihnen, noch einen Trupp Hafenarbeiter und einen weiteren Kran aufzutreiben. Doch jetzt darf nichts mehr schiefgehen. Man weiß nie, ein Kran könnte ausfallen. Sie sehen ja, wie schnell das geht. Hoffentlich beschreie ich das Unglück nicht. Aber ich will mal Murphys Law herausfordern. Auf der Odense Werft wird es spannend. Heute bekommt die Adrian Maersk erstmals richtig Wasser unter den Kiel. Peter Koch ist seit 20 Jahren Kapitän zur See. Sobald das Schiff aus dem Hafen heraus manövriert ist, wird er die Brücke übernehmen. Hier hat noch der Lotse Steen Finsen das Kommando. Oh, Egil, du Schläger, geh mal weg. Es ist deswegen so schwierig, weil das Schiff enorm groß ist. Und die Strecke ist sehr eng und gewunden. Zudem müssen wir uns nach den Windverhältnissen und Gezeiten richten. Wind
Da der Hafen sehr seicht ist, dürfen die Schrauben der Adrian Maersk nicht in Betrieb genommen werden. Schlepper nehmen den Frachter auf den Haken. Auch ein Wendemanöver ist unmöglich. Das Schiff könnte hier auf Grund laufen. So muss es mit dem Heck voraus das Hafenbecken verlassen. Die erste Stunde vergeht ohne Zwischenfall. Jetzt muss der Lotse die schwierigste Aufgabe meistern. Um die offene See zu erreichen, muss er die Adrian Maersk durch die schmale Hafeneinfahrt manövrieren. Die ist etwa 100 Meter breit und das Schiff 43. Wir haben nur 20, 30 Meter Platz auf beiden Seiten. Zu allem Überfluss gilt es auch noch, die Gezeiten zu beachten. Selbst wenn die Flut mit nur einem Knoten Geschwindigkeit hineindrückt, ist es praktisch unmöglich, dagegen anzukommen. Endlich gibt der Lotse das Startzeichen. Als die Schlepper anziehen, wird es Kapitän Koch mulmig. Es wäre schön, wenn wir da durch sind. Dann können wir wieder freier atmen. Der Zeitraffer verkürzt die Fahrtzeit etwas. In Wirklichkeit tastet sich der Lotse im Schneckentempo voran. Mit 3 Knoten, also etwa 5 Kilometern pro Stunde. Nach 18 Minuten hat die Adrian Maersk erst die Hälfte der Strecke zurückgelegt. Jetzt atmet Kapitän Koch auf. Die gefährliche Hafeneinfahrt liegt achteraus und die Werft ist nur noch ein winziger Punkt am Horizont. Doch zum Feiern bleibt keine Zeit. Jetzt wird die Maschine erstmals in Betrieb gesetzt. Der Test verläuft in 2 Phasen. Als erstes wird Pressluft hindurchgedrückt, um zu überprüfen, ob die stählerne Motorwelle die Schiffsschrauben dreht. Funktioniert das ordnungsgemäß, werden die Dieselmotoren nach einigen Stunden Wartezeit gestartet. Erst dann kann die Adrian Maersk aus eigener Kraft Fahrt aufnehmen und ihren Dienst antreten. Ja. Schon bald wird das neue Großcontainerschiff Häfen auf der ganzen Welt anlaufen. Auch im Hafen von Long Beach gibt es zufriedene Gesichter. Jeff O'Donnell hat das Unmögliche möglich gemacht. Es ist jetzt Mittwochabend, 18.30 Uhr. Wir haben es geschafft. Die letzten Stunden gingen ziemlich glatt. Alle Formalitäten sind erledigt, die neue Ladung befestigt. Das war's. Wir sind fertig. In nur 48,5 Stunden haben seine Teams 2650 Container gelöscht und 1363 geladen. Aber schon bald müssen sie mit der doppelten oder dreifachen Menge fertig werden. Ein Großcontainerfrachter wie die Adrian Maersk wird bereits im Jahr 2010 etwas Alltägliches sein. Und Schiffe wie die Hanjin Washington gehören dann der Vergangenheit an.